diesem Video möchte ich Ihnen einen ganz speziellen Tee vorstellen. Wenn Sie wissen möchten, um welchen Tee es sich hier handelt und wie Sie diesen Tee auch selber herstellen können, dann bleiben Sie dran. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man aus den Blättern der Aronia-Pflanze einen Aronia-Tee herstellen kann. Der ideale Zeitpunkt, um die Blätter für den Tee zu ernten, ist der Herbst. Wie man hier sehen kann, auch an diesem Strauch, im Herbst verfärben sich die Blätter rot. Bei diesem Tee handelt es sich um einen Tee aus den Blättern der Aronia-Beere. Wie eingangs schon erklärt, benötigt man für 1 Liter Aronia-Tee ca. 5 große und möglichst dunkle Blätter. Die rote Herbstfärbung hat der Aronia-Strauch immer im Herbst, bevor er die Blätter verliert. Und genau das ist dann auch der Zeitpunkt, wo man die Blätter ernten sollte. Wie gesagt, die Empfehlung pro Liter sind 5 große Blätter. Ich nehme jetzt mal 10 mittelgroße Blätter. Hier sehr schön zu sehen, die Herbstfärbung wird nachher noch intensiver. Aber auch diese Blätter hier sind schon richtig schön rot und perfekt zum Ernten, um einen wirklich leckeren Aronia-Tee herzustellen. Der Aronia-Blättertee schmeckt so ein bisschen wie eine Mischung aus grünem Tee und schwarzem Tee und enthält natürlich sehr viele Antioxidantien und auch Vitamine, die hier in den Blättern stecken. Die rote Farbe, das sind die puren Antioxidantien in den Blättern. Und ja, das sollte man eben nutzen, indem man die Blätter pflückt und dann eben zu Tee verarbeitet. Und wie das genau funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Die Zubereitung ist sehr einfach. Ich gebe einfach 5 bis 10 gewaschene Blätter vom Aronia-Strauch in eine Teekaraffe. Die Blätter sollten möglichst rot, dunkelrot sein. Aktuell verwende ich hier eben Blätter direkt vom Strauch gepflückt. Wer sich einen kleinen Vorrat anlegen will, der sollte die Blätter trocknen, so dass man auch im Winter dann eben noch Tee aufbrühen kann. Wie das mit der Trocknung der Blätter funktioniert, zeige ich in einem anderen Video. Danach gießt man die Blätter mit 1 Liter kochendem Wasser auf und lässt das Ganze dann nachher 1 Stunde ziehen. Nach 1 Stunde ist der Tee dann gut und man kann den Tee eben abschmecken noch mit ein bisschen Honig und ein bisschen Milch. Schmeckt auch sehr lecker. Man kann ihn natürlich auch pur trinken und der Geschmack ist wirklich eine Mischung, wie eine Mischung aus grünem Tee und schwarzem Tee. Also wirklich auch vom Geschmack her sehr zu empfehlen. So, nach gut 1 Stunde ist der Aronia-Tee jetzt auch fertig. Man kann sehen, diese schöne dunkle Färbung. Das ist alles komplett aus den roten Blättern. Ja, und jetzt kann man den Tee trinken. Nach 1 Stunde ziehen ist der Tee dann auch fertig. Man kann diese wunderschöne Rotfärbung in dem Tee erkennen. Der Tee ist goldgelb, hat einen leicht rötlichen Schimmer. Und ja, man kann den Tee jetzt eben trinken. Man kann ihn einmal pur trinken. Das heißt ungesüßt, schmeckt wirklich wie eine Mischung aus grünem Tee und schwarzem Tee. Man kann das Ganze auch noch süßen, das heißt mit ein bisschen Honig vielleicht. Ja, schmeckt wirklich sehr lecker. Und wie Sie diesen Tee selber zubereiten können, wie man die Blätter trocknet, um sich einen Vorrat anzulegen, zeige ich Ihnen in meinem nächsten Video. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne können Sie dieses Video auch teilen und abonnieren Sie unbedingt unseren Kanal. Vielen Dank.